Die Zwölfe zum Gruße. Wir befinden uns in Neuen Tralup. Das ist der südliche Teil von Tralup. Und hier recht in der Mitte über dem Park, da steht Sabina. Sabinas knappe Kleidung vermag es kaum, ihren gewandten und geschmeidigen Körper zu verhüllen. Die Zwölfe zum Gruße. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Vor einigen Wochen reiste ich mit meinem Gauklertrupp von Balio hierher. Unterwegs hatte Zabor, ein guter Freund von mir, einen tragischen Unfall. Ein Pferd trat ihm an den Kopf. Er war sofort tot. Schluchzt auf. Wir bestatteten ihn auf einem Friedhof am Wegesrand und dachten, dort würde er seine ewige Ruhe finden. Aber hier kam mir Schreckliches zu Ohren. Der Friedhof sei verflucht, sagt man mir. Wer dort ohne einen Segen des Herrn Boron bestattet wurde, erhebt sich und überfällt die Lebenden. Eieiei. Bitte, ich selbst traue mich nicht dorthin. Aber ihr seht wagemutig und kampferfahren aus. Ich habe hier diesen Boronsrad. Es ist vom Boron gesegnet. Würdet ihr es für mich dorthin bringen und zu Zabor ins Grab legen? Sein Grab ist mir ganz, das ganz links. Es hat keinen Grabstein. Bitte helft mir. Die Zwölfe mit dir. Ja, das machen wir doch gerne. Besonders ist das easy, da hinzukommen. Wir reisen nämlich hier über die drei Baronienforst und einfach südwestlich raus. Dafür müssen wir aber einmal hier um diese Festung rum. Das geht nämlich südlich nicht. Und dann sind wir schon im verfluchten Anger, der ziemlich klein ist. Kannst du mal auf der Map zeigen? Halt, nicht die. Also recht klein, wir müssen nur hier nach Westen. Und sind dann auch schon direkt da. Da sehen wir schon hier. Untote unterwegs. Stirb! Ruheloser Skelettritter. Noch einen Haufen, brauchen wir nicht. Zabor, da ist er ja. Oh nein, er ist auferstanden. Nehmen wir mal die Überreste mit. Willst du Zabor wieder auf diesem Anger bestatten und dich auf das Amulett verlassen oder ihn lieber direkt zum Boron-Anger in Alten Tralup bringen? Also, wir bringen ihn nach Alten Tralup. Da können wir ja per Schnellreise schön hin. Und im Norden ist der große Friedhof, der Boronsanger. Acker, 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 Anger. Und da ist er. Friede sei mit dir. Boron zum Gruße. Du trägst einen längst Verstorbenen bei dir. Berichte, was mit ihm geschehen ist. Lauscht. Auf unserem Boronsanger wird er Ruhe finden. Hab Dank für deine Mühen. Boron segne dich. Bis wir uns wiedersehen. Ja, bis demnächst. Friede sei mit dir. Ja, wir können hier noch die Totensammler-Quest erhöhen, weil ich noch irgendwo einen Leichnam bei mir hatte, wie es aussieht. Da gibt es dann irgendwann einen Erfolg, wenn man das weit lang genug gemacht hat. Also Leichen immer wieder zu dieser Person bringen. Aber ihr müsst richtig viele bringen. Ich weiß nicht, 30, 40, irgendwie so. Wir sind zurück nach Neuen Tralup und teilen der Gemahlin das mit. Die Zwölfe zum Gruße. Er hatte sich bereits erhoben, reißt entsetzt die Augen auf. Wie grässlich. Ich danke euch vielmals, dass ihr ihn zur Ruhe gebracht habt. Viel kann ich euch für eure Hilfe nicht geben, aber es sind immerhin ein paar Silberstücke. Nochmals vielen Dank. Die Zwölfe mit dir. Bis demnächst.